Der Effekt hat dir gefallen und du würdest ihn auch gerne in deinem Video anwenden? Dann bleib dran. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Über deine Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Wie das geht, du kannst kostenlos den Kanal abonnieren und den Daumen nach oben drücken, aktivier die Glocke und du unterstützt mich kostenlos bei meiner Arbeit. Diesen Effekt nachzubauen ist relativ simpel. Das Videomaterial, das wir hier nehmen, ist jetzt eine Bewegung durch den Wald. Wenn wir es mal abspielen lassen, dann sehen wir, dass wir jetzt vorwärts in den Wald reinfahren. Wir bewegen uns nach vorne. Das wollen wir jetzt in diesem Fall aber nicht haben. Deswegen müssen wir das Video rückwärts abspielen. Um das zu machen, gehen wir in die Einstellungen, Effekte, Geschwindigkeit und klicken auf Rückwärts. Wenn wir das Video jetzt nochmal abspielen lassen, sehen wir, dass es von hinten nach vorne abspielt. Die Bewegung findet praktisch rückwärts statt. Habt ihr schon ein Videomaterial, wo ihr rückwärts euch bewegt, dann braucht ihr das natürlich nicht aktivieren. Als zweites habe ich gewählt ein Bild mit dem Fernseher. Wo ihr solche Bilder und Videos herkriegt, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dieses Bildmaterial ist normalerweise mit einem normalen Fernseher und einem schwarzen Bild hier. Das habe ich bei GIMP bearbeitet, sodass wir einen schönen grünen Fleck haben. Könnte man natürlich auch über Vorlagen und Testbilder hier in Video Deluxe Premium machen. Das habe ich schon mal gezeigt. Da klickt ihr einfach in der Videobeschreibung auf meine Playlist und schaut euch das Video dazu an. Dieses Video habe ich jetzt mit GIMP bearbeitet und habe sofort dann hier im Fernseher den Greenscreen reingefüllt. Den werden wir jetzt mal etwas länger ziehen. Dann schauen wir, wo wir ungefähr in den Fernseher reinkommen wollen. Das wäre dann ungefähr hier. Dann müssen wir erst einmal das Bild bildfüllend machen. Dazu gehen wir auf Position und Größe und ziehen unser Bild bildfüllend hierher, sodass der Fernseher ungefähr etwas mittig ist. Wenn wir das dann haben, aktivieren wir das Chroma Key. Natürlich aktiviert auf unserem Bild. Wir können jetzt halt auf Grün drücken. Macht aber hier zum Beispiel die Pflanze auch, wenn man es genau hinschaut, auch durchsichtig. Deswegen gehen wir auf Color, drücken auf OK und wählen dann hier den Bereich aus. Das nimmt natürlich die Pflanze auch noch ein bisschen mit, aber nicht so stark, wie wenn wir hier auf das Grün drücken. Wenn wir jetzt das abspielen lassen und mal unseren tollen Song aus der YouTube-Mediathek hier muten, dann passiert Folgendes, dass unser Videomaterial erst einmal noch zwei Balken unten hat, weil die Skalierung nicht stimmt. Wir sehen, das Video spielt sich im Hintergrund im Fernseher ab. Jetzt positionieren wir erst einmal unser Videomaterial, dass das von der Größe her passt. Ungefähr so. 4 Sekunden lang soll der Zoom andauern. Das bedeutet, wir sind hier ungefähr bei 13,5. Dann gehen wir so auf 18, gehen auf unseren Fernseher, setzen bei Kamera und Zoomfahrt ein Chroma Key. Gehen dann nach vorne am Anfang und legen das Bild hier in den Fernseher rein. Wenn wir das Ganze jetzt mal anschauen, sieht es so aus. Ohne Musik scheint es noch ein bisschen langweilig. Der Übergang hier gefällt mir nicht, weil der Fernsehrahmen auf einmal auftaucht. Darum gehen wir daher und wählen die Position noch mal ein bisschen kleiner, natürlich auf dem Bild, so dass wir direkt in dem Wald drin sind. Ungefähr so. Dann schauen wir uns das noch mal an. Und schon kommen wir schön seicht in unser Wohnzimmer. Was jetzt natürlich passiert, ist, dass das Videomaterial im Hintergrund noch auf der kompletten Skalierung bleibt. Das bedeutet, wir sehen jetzt nur einen kleinen Ausschnitt auf den großen Videobereich. Das wollen wir natürlich auch ändern. Und deswegen zoomen wir da rein und bei dem anderen raus. Dazu schneide ich hier mein Videomaterial. Kann man machen, muss man aber nicht. Setze hier bei Kamera Position und Größe einen Keyframe.
Zoom dann raus und lass dann auf dieser Position mein Video ungefähr auf Fernsehgröße sein. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal anschauen, dann zoomt es raus und das Videomaterial bleibt komplett konstant, als hätten wir das Video in dem Fernseher angeschaut. Wenn wir jetzt dazu noch coole Musik hinterlegen, dazu schneide ich jetzt mal den Song und lege den Übergang, wo die Musik richtig attraktiv wird, hierher. Ungefähr so. Wenn man jetzt das Ganze abspielt und gerendert hat, dann schaut es so aus. Wie du schon gesehen hast, kann man diesen Effekt ganz einfach nachbauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mich unterstützen willst, dann tu das doch gerne mit einem kostenlosen Abo und einem Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.